Wenn du mit der Dame dort sprichst, kümmert sie sich um die verletzten Pokémon in deinem Team. In deinem Bewundernswert, Intimbereich. oder? Ich hingegen kann es nicht ertragen, verletzte Pokémon zu sehen. Oh. Pussy. Über den PC dort hast du Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Damit kannst du Pokémon ablegen oder mitnehmen. Können wir sie nicht lieber ein Mauzi nennen, um den, um es kinderfreundlich zu halten? Nein. Oh. Beim Pokémon-Supermarkt gibt es diverse Dinge zu kaufen, die sich auf deiner Reise als nützlich erweisen werden. Dort sollte jeder Trainer unbedingt einmal vorbeischauen, denke ich. Das ist der Kaffeebereich. Hier kann man sich meiner Meinung nach schön bei einem Glas frischer Kumu-Milch erholen. Übrigens unterscheidet sich das Angebot im Kaffeebereich von Pokémon Center zu Pokémon Center. Zumindest steht das so im Reiseführer. Du findest dort nicht nur Getränke, sondern auch Süßes. Ich habe gehört, dass die Angestellten auch gute Ratschläge für Trainer auf Inselwanderschaft auf Lager hätten. Ja, mal sehen. Also ich hätte jetzt schon Lust auf einen Pumpkin Coffee. Ah nee, den gibt's gar nicht mehr. Pumpkin Spice Latte. Also Pumpkin gut, Spice. wir sollten uns jetzt wohl auf den Weg zur Trainerschule machen. Wenn du möchtest, kann sich die Dame dort zuerst um dein Pokémon-Team kümmern. Ich habe übrigens einen Tipp für dich. Und zwar, wenn du Pokémon im PC ablegst, kannst du die auf Abenteuerreise schicken. Und da sammeln die dann Pokémon oder so. Nice, wie? Neue Pokémon, Items. Was geil. Das heißt, die Pokémon, die du lagerst, sind nicht ganz sinnlos. Das ist ja krass. Aber ich meine, was für neue Pokémon sollen denn da dazukommen? Ach, da kannst du so Mangunios und so bekommen. Oder auch Beeren ernten kannst du die lassen. Ah. Gab es im Trailer. Ich weiß nicht, wie du das triggerst, aber das ist Aber möglich. später wird es dann wohl irgendwo. Vielleicht. Hypek lasse ich hier und dann Du Wingull kannst. kann. Nein, 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 nein. Nimm die alle mit. Du kannst auch Pokémon austauschen jetzt, wenn du neue fängst. Ah, okay, cool. Das ist nice. Dann mache Ne? ich das so. Gut, dass du mich hast. Ja. Was möchte ich tun? Ich möchte was kaufen. Was haben wir denn da? Crystal Meth. Schutz ist ganz Oh nett. ja, bitte, nimm 20. Nein, nein, nein. 15. Zehn. Alter. 10. Ich meine, ist ja ein bisschen Taschengeld, was wir haben. Pokebälle, ah, erstmal ein paar. Du, gerade mal eine Frage wegen der Originalgrafik. Auf diesem Schild, wo dein Geld. Ah, ist jetzt egal. Was denn? Zeig. Dieser gelbe Pokéball auf dem Schild, wo dein Geld steht, ist Ja. der auch in echt so verpixelt oder sieht das nur so aus in der Bildschirmübertragung? Ich glaube, der ist auch in echt so. Also, der ist halt ziemlich klein. Aber der ist voll verpixelt. Die andere Ach Grafik sieht so so. sauber aus. Und Ja, das ist. der sieht ein bisschen schmierig aus auch da. Ja. Ja, Vielen das Dank, Herr stimmt. Masuda. Beziehungsweise Omori war ja diesmal der Lektor. Hätte man seinen Job richtig gemacht, dann. In Alola ist es jetzt 10 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Sananasaft. Sananasaft. Ja, von der Sananabeere. Ah. Ja, keine Ahnung, nehme ich. Einfach. 1,98. Ja. Lustiger Preis. Eine gute Wahl. Einen Augenblick bitte. Ich presse dir den Saft frisch aus meiner Sanana. Danke fürs Warten. Ein Sananasaft, ganz nach Bestellung. Diese Harmonie aus süßen und sauren Geschmacksnoten findet man nur in sonnengereiften Sananabeeren. Das musst du einfach probieren. Legst du übrigens öfter mal eine Pokepause ein? Ich stelle mir das richtig vor, wie dieser Typ da drin steht und manche Leute kommen da an. Ich möchte einen Tee, aber der darf nicht zu süß sein und der muss schläfrig machen. Weißt Ja, der du, worauf Teekoffer. ich anspiele? Ja. Wenn ich ein neues Pokémon fange, will ich am liebsten nur noch mit ihm spielen. Macht es sich im Kamm schmutzig, meldet sich sofort mein Sauberkeitsfimmel zu Wort. Ich kümmere mich rund um die Uhr nur um meine Pokémon. Dabei geht meine ganze Freizeit drauf. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieser Keks ist eine Spezialität aus Mahagonia City in der Johto-Region. Wutkeks. Wutkeks! Cool. Autsch. Nice. Und dazu bekommst du jetzt auch noch dieses rote Garados. Und das ist für deine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Du hast einige Pokébohnen erhalten. Nice. Pokébohnen sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Poképause mit Pokébohnen, werden sie pokezutraulicher. Bitte bepoke uns bald wieder. Schlumpf. Zur Trainerschule. Zur Trainerschule, die da drüben ist, wo kein Tauros mehr steht. Das steht Die jetzt weiter Trainerschule links. ist.
Oh, was geht da wohl vor sich? Tauros! Wird es bitte... Oh Mann. Wie es scheint, versperrt Tauros den Weg. Aber unser Ziel ist ja sowieso die Trainerschule. Also müssen wir uns wohl keine Gedanken darüber machen. Hier gibt's nichts zu sehen. Nur eine unsichtbare Wand mit der gleichen Ausrede wie immer. Die Trainerschule, das ist doch sicher eine Schule für Pokémon-Trainer. You don't say. Oh Mann, ey. Oh, Hildegard, ich muss euch wohl irgendwie überholt haben. Willkommen in der Trainerschule. Ein Muss für alle aufstrebenden Trainer. Die Frau da. Professor Kukui, das ist also das Mädchen, das Unterricht erhalten soll? Genau, ich verlasse mich auf sie. Vier Trainer! Sag mal, hat er keinen Daumen? Doch, den hat er schon, aber der ist angewinkelt. Aber der kann halt immer nur vier zeigen, weil das ein Polygon ist. mit den Abständen als Textur drauf. Der kann nichts anderes. Doch, der könnte noch zwei zeigen, aber sonst. Deine Aufgabe ist es, hier gegen vier Trainer zu gewinnen, Hildegard. Die Erfahrungen, die du dabei sammeln wirst, werden dich und deine Pokémon stärker machen. Ach ja, wo ich gerade von Erfahrung rede. Du hältst das Alte. EP-Teiler. EP-Teile an, Skill aus. Wenn der EP-Teiler eingeschaltet ist, erhalten nach einem Sieg alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Innern und machen außerhalb des Und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Also dann, der Unterricht fängt an. Sie sieht vielleicht harmlos aus, aber all ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wurde nach seinem Abschluss sogar ein Captain. Auf der MSS Voyager, SSS, ASS, ISS. Ach, was weiß ich denn? Nee, der arbeitet jetzt bei Baloo. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Bei Höher und Höher. Ja, den Namen habe ich gerade gesucht. Wenn du einmal gegen ein Pokémon gekämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv eine Attacke gegen es ist. So bekommst du Infos zu den Wechselwirkungen zwischen den Typen. Um wilde Pokémon zu treffen, musst du einfach nur in hohes Gras gehen. So sammelst du im Nu Snoop Dogg ein. Smoke weed every day. Ja, weiter. Jo. Guck mal, was steht denn auf dem Grabstein? Was? Nun suchen wir dich hier Pokémon weiter. Natürlich musst du sie auch noch besiegen. Ja, ja, und ihr tut es weh, ein Pokémon leiden zu sehen. Blablabla. Lilikram. Hier liegen die Hoffnungen und Träume von Thaddäus. Fleißig lernen, das macht Spaß. Schüler, gebt so richtig Gas. Bildung ist für jedermann. Wir alle fangen unten an. Wir alle fangen unten am Schreibtisch an. Alle fangen unten bei Professor Kukui an. Alle fangen unter Kukuis Schreibtisch an. Gezeichnet Monika Lewinsky. Zumindest das Item Trank. Ja, guck mal, was da noch in der Ecke. Ja. Ah, Leute, ein Verbrennungsofen für Müll. Krass. Ah, da bist du ja. Die Frau Lehrerin hat mir schon gesagt, dass du kommen würdest. Aber was macht man denn? Wenn du gegen meine Pokémon gewinnst, verrate ich dir etwas Einfaches, aber Wichtiges. Was schmeißt man denn so in Verbrennungsöfen? Religiöse Minderheiten. Nein! Oder was meinst du? Nein, keine Ahnung, solche Ritualkutten? Nein, das war's nicht. Nein, Beweismittel. Beweismittel. Sagen wir einfach Beweismittel, ja. Und dann kommt ein Schlüssel wieder raus und der Rest von der Kutte. Richtig. Sportskanone Julia. Ach, guck mal, so recyceln die also ihre Models. Ja, und was? Was hat die denn... Hat die gerade mit ihrem Tennisschläger oder war das? Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, den hat sie aus der Hand geworfen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wäre cool. Aber guck mal, das ist der Sprite von der Göre plus ein Schläger, also ist eine neue Trainerklasse. Ja, geil. Oh Mann, ey, ich habe mich schon so. Ich habe mich tatsächlich auf das Spiel sehr gefreut, weil es nach den nach dem Datamine in der Demo hieß 109 neue Trainer. Ja. Und auf die Art und Weise klappt das halt. Ja, geben wir jedem irgendwas in die Hand und dann ist er auf einmal neu und originell. So, Tuckern! Tuckern! Hey Junge, erreicht Level 4! Funktioniert das Mikro noch? Ja. Okay, gut. Ging gerade eben. Spielsatz und, tja, Niederlage. Hildegard gewinnt. Hoho!
Dabei fällt mir ein, ich müsste eigentlich mal eine Brille tragen, damit ich auch besser sehen kann. Wenn du die Statuswerte eines Pokémon mit Hilfe einer Attacke oder eines Items erhöhst, kann es mehr Schaden anrichten und auch mehr Schaden einstecken. Wer hätte das gedacht? So, jetzt weißt du alles, was man wissen muss, um eines Tages Chef zu werden. Ja, warte mal, nein, wirklich, es gab doch mal jemanden, der hat mit einem Carpador und ganz, ganz vielen X-Items in Pokémon Feuer Rot, Blatt, Grün die Top 4 besiegt. Da weiß ich nichts von. Item. Du findest das Item Trank. Trank. Ist hier was? Oh, ein Seiteneingang. Da hinten kannst du aber durch. Da kann ich durch? Ja, durch die rote Tür, hinten. Moment. Die rote Tür. Da, hier. Klick. Wow, keine Türöffnungsanimation. Ja, war schon in der Demo. Ich zeige jetzt die ganzen tollen Taktiken, die wir in der Trainerschule gelernt haben. Ducken und verstecken. Wenn Russe kommt, bitte ducken und verstecken. Knirps, Alex, möchte kämpfen. Und setzt ein sehr schwaches Saftkorn ein. Das war grauenhaft. Wenn er verliert, trinkt er ein Wodka für Beruhigung. Bam. Es ist besiegt. Und Hulk Hogan erreicht Level 11. Das geht viel zu schnell. Es versucht Silberblick zu erlernen. Nein. Silberblick stinkt. Oh, und ich wollte jetzt eben eine Brille suchen. Moment, muss man gar nicht mehr bestätigen? Ich glaube, ich musste gar nicht Ja drücken. Oh, hey Junge, erreicht Level 5. Ah! Fuck, ouch. Ich hab's nicht so mit Hausaufgaben, daher verstehe ich nicht viel von diesem Taktikkram. Mann. Wenn ich Pokémon in der Schule lernen könnte, dann würde ich aber auch wirklich aufpassen. Ich glaube, du hattest gerade die Rückkopplung des Todes. Nö, nicht wirklich. Okay, ich bin gerade auf meinem Bürostuhl zurückgerollt. Mhm. Mein Kopfhörerkabel hat sich in den Rädern verfangen. Und habe ich meinen Anschluss rausgerissen und du warst gerade ganz kurz auf Lautsprecher und hast durch mein ganzes Haus gelacht. Oh. Erstmal entwirren und dann suche ich jetzt auch. Das ist ja eine Giraffe! liest du gerade mal weiter. Ich brauche meine Brille. Wenn ein Pokémon vergiftet ist, verliert es KP. Ist es paralysiert, rührt es sich manchmal nicht. Die Attacken der Pokémon haben verschiedene Auswirkungen, also musst du voll auf Zack sein. So. Ja, Verbrennung zum Beispiel, was ich auch eine ganz lange Zeit nicht wusste, senkt auch den Angriff oder die Verteidigung. Echt? Das war's. Eins von denen. Ich guck mal nach. Also, ich weiß, Verbrennung macht mehr als nur verbrennen. Genauso wie Paralyse auch die Initiative senkt. Das weiß man ja eigentlich. Du, wir sind ja jetzt hier eine Bildungssendung, ne? Ja. Und guck mal, ein Magnetilo. Gleich nicht mehr. Gleich ist es ein Haufen geschmolzener Stahl. Weißt du noch damals, als Feuerattacken auf Magnetilo nicht sehr effektiv waren? Also nicht ja, voll. Vor der zweiten Generation. Ja. Dö. Diese ganzen Level-Ups, ja, ist. Also, pass auf. Paralyse. Senkt mit die Initiative, das weiß ich. Senkt die Initiative auf ein Viertel. Ah, ein Viertel sogar, wow. Auf ein Viertel, nicht um ein Viertel. Auf, ja. Auf ein Viertel. Eben. Und 25% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht angreifen kann. Ja. Gift kostet von Runde zu Runde mehr KP. Naja, schweres Gift kenne ich da. Also bei Toxin ist das so, aber bei normalem Gift. Steht hier noch kein Unterschied. Oh, ist ja ein Ding. Pokémon vereist, es ist vollkommen bewegungsunfähig. Mhm. Kann es auf weniger Ausnahmen keine Attacken einsetzen. Hey, Abstand halten. Und kann durch offensive Feuerattacken aufgetaut werden. Genau, und in der ersten Generation war ein Pokémon auch ohne Feuerattacken immer eingefroren. Also ja, wenn es nicht durch so eine Art aufgetaut wurde oder einen Eisheiler bekommen hat oder einen Hyperheiler oder was des auch Weiteren, ab der dritten Generation gibt es eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon von selbst auftaut. Ah ja, genau, eben. Ach, ab der dritten erst. Schlaf, wissen wir. Mhm. 1-3 Runden, bla bla bla. Verbrennung.
wird die Stärke seiner physischen Attacken halbiert und verliert am Ende der Runde ein Achtel seiner maximalen KP. Ah, oh, ein Mobai. Da darf ich jetzt... Hä? Ach nee, im Kampf. Im Kampf. Gegen wen kämpfst du denn da? Was ist das für eine Trainerklasse? Gegen, Schülerin oder sowas. Ach so, okay. Mobai. Das wird man ja dann gleich sehen. Wechsel das Pokémon. Ja. Was haben wir denn? Wir haben ein Wingull. Meinst du Wingull? Ja, ja, Wasser, Aquaknarre. Hattest du? Aber nicht mit dem Feuer-Pokémon. Mobai ist Gestein. Ja, eben. Ich weiß. Ich meine, also wenn man auf den jetzt eine Glut machen würde, das wäre nicht so prall. Ne. Trugträne. Spezialverteidigung, ist mir doch egal. Ich mach das Vieh sowieso mit einer Aquaknarre kalt. Trugträne, ist das nicht das, was Sarah Lombardi gerade auf Facebook macht nach der Das ist sehr effektiv. Dreschflegel. Bam. Das war auch klasse, ey. Spezialverteidigung senken und dann auf einmal eine physische Attacke einsetzen. So. Aber es müsste noch eingeführt werden, dass brennende Pokémon durch Treffer von Wasserattacken Vorschülerin werden. Ist sie. Vorschülerin Aurelia. Die freut sich? Oh. Wie süß, Sorgen, ich möchte richtig kotzen. Ich werde dich immer lieb haben. Und irgendwann wirst du zu einem Mogelbaum, dann mache ich sie fertig.